Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Nachdem wir uns in einem anderen Video mit dem exponentiellen Wachstum beschäftigt haben, das ihr vielleicht auch mal anschauen könnt, wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, schauen wir uns jetzt nun mal die exponentielle Abnahme an. Das heißt genau dieser gegenteilige Vorgang. Dazu habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, und zwar 1986, im April 1986 ist in Tschernobyl in der Ukraine ein Supergau, also ein atomarer Unfall passiert. Und es traf Cäsium-137, das radioaktive Isotop Cäsium-137 aus und hat dann durch eine radioaktive Wolke, radioaktiven Niederschlag, weite Teile Europas, auch Deutschland, besonders Süddeutschland, kontaminiert, das heißt radioaktiv verseucht. Und die Halbwertszeit dieses Cäsiums beträgt 30,17 Jahre. Natürlich die Frage, wie viel ist heute noch davon übrig? Man sieht heute noch, dass man zum Beispiel in Wildschwein oder in Pilzen immer noch relativ hohe radioaktive Verseuchungen gemessen werden. Und natürlich dann immer noch interessant die Frage, wie viel von dem, was am Anfang war, ist heute noch drin. Das ist, wenn wir uns das mal anschauen, tatsächlich eine exponentielle Abnahme. Das mal kurz veranschaulichen. Wenn wir uns die Funktion in Prozent anschauen, 100% als Anfangswert, und dann sehen, immer nach 30 Jahren haben wir eine Halbwertszeit. Das heißt, der Bestand halbiert sich genau nach 30,17 Jahren. Das ist in Deutschland eine Halbwertszeit. Das heißt, wenn wir zum Zeitpunkt 0, also im Jahr 1986, noch 100%, das ist Cäsium-137 aktiv, so ist es nach 30 Jahren noch genau 50%. Und nach 60 Jahren, also nochmal 30 Jahre später, das heißt in etwa 35 Jahren, sind nur noch 25% aktiv. Dann nochmal 30 Jahre später, nach 90 Jahren, werden nur noch 12,5% aktiv. Und hier sieht man die Regelmäßigkeit. Es halbiert sich immer mit im gleichen Zeitraum. Das heißt, es verändert sich immer im gleichen Zeitraum um den gleichen Prozentsatz. Und das ist die Eigenschaft von exponentiellem Wachstum, beziehungsweise in diesem Fall von exponentieller Abnahme. Lass uns mal ein bisschen anschaulich darstellen. Das ist also unsere Funktion f von t, die wir suchen. Und wenn wir diese Funktion haben, wissen wir natürlich auch, was jetzt, 26 Jahre später, was für ein Bestand, wie viel Prozent sind noch übrig von dem, wissen wir dann anhand der Funktion. Probieren wir das mal aus. Wir wissen, dieses exponentielle Wachstum hat die Formel f von t gleich f von 0 mal e hoch k mal t. Nun können wir schauen, was wissen wir schon. Nun, der Anfangsbestand, wir wissen, f von 0, wenn wir f von t in Prozent und t in Jahren messen, dann ist natürlich f von 0 100%. Also 100. Wenn wir die Prozent in Klammern angeben. Und wir wissen, dass nach 30,17 Jahren nur noch 50% übrig sind. Das ist ja die Halbwertszeit. Das heißt, f von 30,17 ist 50%. Mehr wissen wir allerdings nicht. Wir wissen nicht, was ist k. Das heißt, wir können die Funktion noch nicht so schnell herausfinden. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen jetzt herausfinden, was ist k. Dazu könnte ich diesen zweiten Wert nutzen. Das heißt, ich setze jetzt einfach für t 30,17 ein. Also f von 30,17. Das sind 50. Das setze ich jetzt gleich mit f von 0, also 100 mal e hoch k mal t. T ist wiederum 30,17. Jetzt brauche ich nur noch diese Formel nach k aufzulösen. Diese Gleichung nach k aufzulösen. Ich teile erst durch 100. Das steht dann da 0,5. 50 durch 100 ist 0,5. E hoch k mal 30,17. Und jetzt muss ich hier diese E-Funktion wegbekommen. Das kann ich tun, indem ich auf beiden Seiten den ln mache, also den Logarithmus Naturalis, den löst die E-Funktion auf. Das steht also da, ln 0,5 gleich. Nun, ln e ist 1, übrig bleibt, wenn ich die dann nach vorne bringe, k mal 30,17. Das heißt, jetzt muss ich nur noch durch 30,17 teilen. Und dann steht dann da, ln von 0,5 durch 30,17
unser K. Das kann ich jetzt noch ausrechnen. Dann bekomme ich raus minus 0,02297. Das heißt, das ist unser K. Und überraschend ist jetzt natürlich, K ist negativ. Andererseits ist es wiederum nicht so überraschend, weil wir im Gegensatz zum exponentiellen Wachstum, wo K positiv ist, eine exponentielle Abnahme haben. Und diese Abnahme sich darstellt, dadurch, dass wir eine Funktion der Art e hoch minus k mal t haben. Und das ist gerade spiegelverkehrt zur normalen e-Funktion. Kann man sich auch anders klar machen, wenn wir die allgemeine Formel anschauen. Also die allgemeine Formel, wenn wir wie hier die Halbwertszeit gegeben haben, also th gegeben und k gesucht. In diesem Fall kann ich das Ganze natürlich viel schneller auch schon machen. Was sehe ich hier? Diesen Bruch, ln von 0,5, das wird immer stattfinden, weil ich ja immer den Ansatz habe, f von 30,17 oder f von der Halbwertszeit ist gerade 50% und ich ja immer 50 durch 100 rechnen muss. Das heißt, jedes Mal wird hier auf der linken Seite ln von 0,5 stehen, ja, und im Inneren steht die Halbwertszeit. Und das ist dann k. Das heißt, die Formel für k ist ln von 1,5 oder 0,5 durch th, unsere Halbwertszeit. Man kann es jetzt nochmal umschreiben. Ln von 1,5, das ist ln von, ich schreibe es mal ein bisschen umständlich, 2 hoch minus 1 durch th. Und jetzt kann ich ja beim ln das Minus nach vorne bringen. Minus 1 hier nach vorne. Da steht minus 1 mal ln 2. Das heißt minus ln 2 durch th. Kann man also auch so ausrechnen. Und dann ist auch klar, warum das k negativ sein muss. Was passiert, wenn ich das k habe, also die Formel habe, aber die Halbwertszeit möchte? Das heißt k gegeben und die Halbwertszeit gesucht. Was muss ich dann machen? Nun, das ist nicht weiter schwer, wenn ich es hier anschaue. Ich mache einfach mal th und geteilt durch k. Da steht also da, th gleich minus ln2 durch k. Und das ist immer eine positive Zahl, weil ich hier oben eine negative Zahl stelle, hier unten mit k auch eine negative Zahl. Minus mal minus ergibt plus. Oder minus geteilt durch minus in diesem Fall. Das heißt, die Halbwertszeit ist eine positive Zahl und lässt sich durch diese Formel berechnen. Schauen wir uns noch unsere Anfangsfrage an. Und zwar, wie viel Prozent sind heute noch erhalten? Das heißt, ich habe jetzt unsere Funktion f von t ist ja 100 mal e hoch minus 0,02297 mal t. Und jetzt muss ich dann nur noch unser t einsetzen. Nun, wie viel Zeit ist verstrichen seit dem April 1986? Von 1986 bis 2012, das sind 26 Jahre. Und jetzt zwischen April, einfach über den Daumen gepeilt, bis Juni wären noch 2 Monate. Das heißt, rechnen wir 2 von 12, 1/6, das wäre dann 26 und 1/6. Kann man umrechnen, 26,1 Periode 6 in Jahren. Das jetzt gehen wir mal ein. F von 26,1 Periode 6 wäre dann 100 mal e hoch minus 0,02297 mal 26,1 Periode 6. Das ist dann nur noch ein Fall für den Taschenrechner. Es kommt raus 54,82 und die Einheit ist natürlich dementsprechend Prozent. Das heißt, heute sind noch 54,82% des Anfangsbestandes von Cäsium 137 erhalten. Das heißt, es wird noch sehr, sehr lange gehen, bis wir hier wirklich diese Kontamination aufgelöst haben, beziehungsweise bis diese unbedeutend wurde. Wir sehen ja zum Beispiel, 12,5% würde dann nach 90 Jahren, das heißt in 65 Jahren erst erreicht werden. In Ordnung, schaut nochmal auf unserer Homepage www.lorella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.